Der wohnt bestimmt im Häuschen. Yep, beziehungsweise die Badewanne wird noch da sein Die Badewanne, genau. mit Grog. Ne, er braute Grog, er badete nicht in Grog, er braute Grog. In der Badewanne. In der Badewanne. Wo wollten wir hin? Wasserfall, ne? Zum Wasserfall, ja, noch mal gucken. Man da irgendwie hoch kann. Weil sonst ist hier nichts mehr, ne? Nee, deshalb muss man ja da irgendwie. Irgendwas muss auf jeden Fall ein Wasserfall sein. Geht zu WO ein Weg. Ja, Zickzackkurs. Ja! Was ist das denn? Eine Pumpe. Was macht das in einem Piratenspiel? Drücke Pumpe. Benutze Pumpe mit. Ah! Ja, mit dem kann man sogar Schrauben lösen. Tierquälerei! Ja! Es wurden keine Tiere verletzt. So. Da geht's nicht weiter. Oh! Mal sehen. Haha, großes Loch. So, mal sehen, was uns erwartet. Ah, ich glaube, das erkenne ich. Ich erinnere mich hier finster dran. Ich meine, hier ist hinterher auch Le Dings. Dings. Wer könnte das sein? Ich weiß es nicht. Ich habe es vergessen. Irgendein Franzose, glaube ich. Wahrscheinlich. Ja, machst du Le oder La davor, ist es Französisch. Oh, was ist das denn? Das ist eine groteske Affenstatue. Na, dann geht's ja. Dann würde ich sagen. Ich gucke mir erstmal das Fenster an. Ja. Dann geh mal rein. Tür ist Es abgeschlossen. ist zugenagelt. Ja, was willst du? Ich frage mich, ob ich kurz mal rein könnte. Was willst du wirklich? Ich suche eine Karte. Ich wusste es. Hört zu, Knabe. Ich habe die Schnauze voll von euch, möchte gern Schatzsuchern. Ich habe dieses Haus erst vor 2 Monaten geerbt. Und jeden Tag höre ich immer wieder, klopf, klopf, gibt es hier zufällig einen Schatz? Warum könnt ihr einen einfachen Piraten im Rentenalter nicht zufrieden lassen? Bitte? Nein. Bitte, bitte? Ich sagte nein. Ich fass auch nichts an. Außer der Karte. Lass mich in Ruhe. Ich will auch nur eine Minute herein. Ich will nicht mehr belästigt werden. Ich bin Guybrush Threepwood. Stirb! Also, kämpfen willst du, ja? Ein Schwertkampf ist was für Feiglinge und Muttersöhnchen. Sie geben schon auf? Das ist ja viel einfacher als im ersten Teil. Ich habe eine bessere Lösung für solche Probleme. Echte Piraten klären solche F Fragen mit einem Trinkwettbewerb. Trinkwettbewerb? Beleidigungstrinken. Komm rein. Okay. Ist doch nichts für Guybrush. Zum Glück hat er den beinahe Grog. Ja. Hier ist dein Drink. Guybrush kann doch nicht ohne Schummeln gewinnen. Nimm und gib ihn irgendwo hin. Da hinten an dem Baum. Wo ist ein Baum? Da links, ja. Der ist schon tot. Gut. Dann mal los. Nein, danke, ich will nicht aussteigen. Ich bin ein Profi. Oh, Wumms, Bauch wackelt. Du trinkst zuerst. Das Bein zuckt.
Tada! Nun bist du dran. Bing! Das ging ja schnell. Tada! So, können wir das mitnehmen? Können wir den dann auch mitnehmen? Eine Klappe im Boden. Ja, du stehst drauf, du Trottel. Dummkopf. Muss ich jetzt irgendwas mit benutzen? Keine Ahnung. Ich dachte, der hätte die Karte. Da vielleicht den Spiegel mit benutzen. Ja, und jetzt? So. Tja. Spieglein. Spieglein an der Wand. Und wer ist der Schönste im ganzen Land? Ich dachte, er fragt jetzt, wer ist der mächtigste Pirat im ganzen Land? Ja. Gut. Irgendwas müssen wir öffne Blende mal. Vielleicht musst du jetzt irgendwie draußen mit der Statue das Licht abändern oder irgendwie sowas komisches. Geht das denn überhaupt? Weiß ich nicht. Mit der Linse? Ah ja, stimmt. Die Linse, die haben wir ja auch noch. Linschen. Nee, will er nicht. Aber du hast ja jetzt extra das Fenster und dann würde das ja da reingehen. Könnte ich nicht sehen. Öffne Fenster. Es klemmt. Na komm, Schatz. Nehmen wir Jojo nochmal. Schade. Mein Gott, hat der viel Alkohol. Der, naja, wenn wirklich irgendwie einer seiner Vorfahren die ganze Zeit Grog gebraucht hat in der Badewanne. Ein Stein ist ein Stein ist ein Stein. Nimm Stein. Dann nicht. Jetzt muss ich irgendwie auf jeden Fall Licht hier reinbekommen. Ja, wir brauchen irgendwas, mit dem wir das abändern können. Aber vielleicht haben wir das noch gar nicht. Ist ja immer möglich. Ach Gottchen. Ach, was ist denn mit dem Hammer? Draufhauen. Sollte ich nicht hämmern. Warum nicht? Gute Frage. Jetzt müsste ich gepaddelt werden. Das muss nicht geangelt werden. Ja. Da ist noch ein Fenster. Klemmt. Gehen wir noch mal runter. Unten war ja auch noch irgendwas. Ja. Gehen wir zum Strand mal runter. Aus welchem Loch sind wir denn gekommen? Aus dem Loch oder aus der Höhle? Weiß ich nicht. Aus der Höhle. Geh mal in das Loch. Ist zu klein, komme ich nicht rein. Schade, hätte ja klappen können. Ja. Ja, dann müssen wir noch mal zurücklaufen. Fehlt noch irgendwas. Vielleicht können wir noch was kaufen bei dem Typen im Shop. Bei dem Typi? Ja. Was könnten wir ihm denn dafür geben? Was ist denn mit dem Rad eigentlich hier? Keine Ahnung. Vielleicht ist es auch sinnfrei. Meinst du, ich habe was Sinnfreies gekauft? Kann schon sein, jo. Nein, ich kaufe nichts Sinnfreies. Gut. Alles hat einen Sinn. Ja, wenn dann bei denen irgendwie Räder wichtig sind, hat Geiger schon mal eins. Ja, genau.
So, ich hänge jetzt nämlich die Radkappe. Ja, dann nicht. Nee, das möchte er nicht. Nee, dann ist echt hier noch nichts. Oh. Gott sei Dank. So.